Der Mittwochabend gehört dem Festtrupper Orchester. Zumindest gilt das für die 54 Mitglieder. Hier gibt es keine Streicher, denn es handelt sich um ein rein symphonisches Blasorchester. Pro Jahr gibt es etwa 35 Auftritte, bei denen die Musiker zusammen viel Spaß haben. Allein schon der musikalische Bereich interessiert mich sehr. Und dann dachte ich so, ja, hier gibt es einen Musikverein, einfach mal direkt anmelden. Das macht auch richtig Spaß, weil man kommt auch viel rum. Zum Beispiel Schützenfest Hannover, da waren wir auch schon. Ist ja das größte Schützenfest und so. Und wir haben viele Auftritte und das kommt auch eigentlich ganz gut an. Einfach, dass das gesamte Orchester einfach die komplette Melodie wiedergibt und so. Dass du halt nicht alleine spielst, sondern einfach halt noch hinter dir welche hast, die einfach mit dir zusammenspielen. Das ist einfach die Melodie, die dabei entsteht, ist einfach richtig, ja, ganz schön. Die Musiker sind zwischen 14 bis 70 Jahre alt. Nachwuchsprobleme gibt es bislang beim Festtruppe-Orchester nicht. Einige sind sogar schon seit 30 Jahren dabei und haben ihre eigene Motivation gefunden. Eingestiegen mit 17 Jahren. Freunde waren dabei. Wir wollten was gemeinsam machen. Und so hatten wir halt auch viel Spaß an den Auftritten, Übungsabenden natürlich auch. Und dann hat es sich bis heute hin so entwickelt, dass ich die Musik gerne mache, um zu entspannen nach der Arbeit. Ich kann dann gut abschalten und erhole mich eigentlich auch ganz gut dabei. Und das ist halt, dass du erst einfache Stücke hast und dann einfach immer aufeinander aufbaust. Und deswegen kann man ja auch im Großmusikverein jetzt aufsteigen und dann kriegt man halt auch schwierigere Stücke, auch mal leichtere, aber das ist einfach durch die Proben und durch das gemeinsame Üben klappt das. Das Festtrupper Orchester ist also schon längst ein eingeschweißtes Team geworden. Doch neue Mitglieder sind auch willkommen. Es ist überhaupt kein Problem, zu uns in den Verein zu kommen, mal jemanden anzusprechen, sich dazuzusetzen, mal zuzuhören, in den verschiedenen Registern mal zu sitzen und vielleicht das eine oder andere Instrument mal ausprobieren. Weitere Infos zum Festtrupper Orchester gibt es auf der Homepage www.mv-festtrupp.de.